Hi, ich bin die Selina Krotian und mache Biathlon und ich freue mich, dass ich euch heute für einen Tag in meinem Leben mal mitnehmen darf. Und wir starten direkt mit einer Rollereinheit in Seefeld oben, machen dazu noch ein paar Abläufe und ein kleines Komplextraining. Also was wir zurzeit auch immer noch oft machen, sind die 5 Einzelschuss. Das heißt immer eine Runde und dann ein Schuss, also der erste Schuss immer. Und es ist gerade vor allem, dass man halt schnell in den Anschlag geht, dafür aber trotzdem noch sauber den ersten Schuss schießt und dann wieder ganz schnell aufsteht. Also der Tim ist auf jeden Fall mein Vorbild. Wenn selbstständig Rollern angesagt ist, dann und er an mir vorbeiläuft, weil er läuft ja eh meistens schneller als ich dann schreit er mir schon noch mal irgendwas zu. Also da bin ich auch immer sehr dankbar, dass ich vom Tim noch ein paar Tipps bekomme bezüglich der Technik. So, jetzt sind wir hier mit dem Komplextraining in Seefeld fertig. Und jetzt fahren wir nach Mittenwald weiter und fahren dann mit der Karwendelbahn hoch ins Karwendel. Was ich jetzt immer mache, ist, dass ich mit zu Fuß gehe ich einfach hier hoch und fahre dann meistens mit der Bahn wieder runter, um einfach dann meine Knie zu schonen. Immer so als Ausdauereinheit haben wir auch oft immer Bergtouren integriert. Also ich liebe auch das einfach in den Bergen zu sein und in der Natur zu sein. Einfach hier oben auch die frische Luft zu genießen. Das macht mir immer sehr Spaß. Ich hätte nie geglaubt, dass ich das überhaupt so geschafft habe in meinem Abiturjahr, auch in diesem letzten Jahr jetzt gerade noch, wo es schon sehr stressig ist, mich für die JEM und auch vor allem für die JWM in den USA, also in Soldier Hollow, zu qualifizieren. Dann ging es ja da auch weiter los mit dem Einzel, wo ich dann gleich die Bronzemedaille gewinnen konnte, im Sprint dann Vierte geworden bin und dann in der Verfolgung auch gewonnen habe. Und das war dann auch einfach im Teamgefühl eine ganz coole Stimmung drüben. Und auch in Pokljuka, das war ein super Teamgefühl, was auch einfach außerhalb von den Wettkämpfen super Spaß gemacht hat. Und dann auch noch mit der Staffel die Silbermedaille zu gewinnen, war dann natürlich die Kirsche auf der Torte sozusagen. Und genau, war echt eine super Saison für mich letztes Jahr und ja. Entspannen gehe ich dann auch meistens noch eine kleine Runde mit meiner Hündin Nika und mache dabei auch noch ein paar Fotos. Da kann ich noch mal ein bisschen runterkommen nach dem ganzen Training und mich noch ein bisschen entspannen. Und genau, ich hoffe, euch hat der Tag heute mit mir gefallen. Ihr konntet ein paar gute Eindrücke von meinem Trainingstag mitnehmen und wir sehen uns dann auch spätestens im Winter wieder.